So, letztes Mal hatten wir die Silky CTF1 und diesmal machen wir die CTF2 von Silky. Ich habe die wie letztes Mal schon davor gelöst gehabt. Und ja, fangen wir gleich mal an. Und zwar wollen wir erstmal wieder wissen, in welchem Subnetz wir sind und welche IP-Adresse wir haben. Und das ist jetzt hier diese hier. Und dann scannen wir gleich mal unser Subnetz mit einem Stealth-Scan. Und dazu brauchen wir wieder Root-Berechtigung. Das dauert immer einen Moment. Aber dafür haben wir dann auch schon die wichtigsten Informationen. Und zwar hier können wir sehen, eine VirtualBox anhand der MAC-Adresse. Und haben wir hier einmal SSH offen und einmal einen HTTP-Server. Dann können wir den gleich mal anbrowsen. Wie letztes Mal auch. So. Und dann sehen wir hier wieder die Apache Default-Seite. Dann können wir hier wieder ein Derp drüber laufen lassen, um alle Directories auf dem Server zu finden. Ich habe jetzt die Default-Seite wie letztes Mal schon untersucht gehabt, aber ich habe diesmal nichts gefunden. Aber was wir hier gesehen haben, gefunden haben, ist hier einmal eine Admin-PHP. Klingt ja schon mal interessant. Deshalb browsen wir die jetzt mal an. Und sehen hier die Möglichkeit einzuloggen. Und wie man sieht, ich habe hier schon versucht, mich einzuloggen. Das versuchen wir es mal. Und dann sehen wir hier oben, dass hier oben Parameter mitgegeben werden. Einmal Username und Passwort. Und durch Ausprobieren, ich habe jetzt erst SQL Injection oder sonst was ausprobiert, aber wie man ja durch die einfachen Tests sehen kann, scheint nicht anfällig zu sein. Deshalb habe ich was anderes versucht gehabt, und zwar Command Injection. Und das hat dann auch funktioniert. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie die Schwachstelle zustande kommt. Das habe ich mir jetzt auch im Source Code noch nicht angeschaut, aber zumindest durch Ausprobieren habe ich herausgefunden, dass man hier Kommandos ausführen kann. Und das heißt, wir können gleich eine Shell im Prinzip uns spawnen. Indem wir unseren Angriffsrechner erstmal zum Lauschen losschicken auf Port 13337. Und von hier aus können wir uns dann mit Netcat auf unseren Angriffsrechner verbinden. Angriffsrechner war den 95, Port war 1337 und bei der Verbindung wollen wir BinSH ausführen. So, sollte es richtig sein. Dann schicken wir das Ganze mal ab. Und dann sehen wir auch hier auf unserem Angriffs-PC, dass wir gleich eine Scheibe bekommen. Und hier sehen wir gleich auch die erste Flag. Die können wir uns ausgeben. Dann haben wir hier schon die erste Flag gelöst. Und wenn wir uns hier nochmal ls-al anschauen, dann sehen wir hier bei cat shadow hat es hier das SEU-ID-Bit gesetzt und es gehört auch root. Das heißt, dass wir das hier wahrscheinlich ausnutzen müssen, um root-Berechtigung zu bekommen. Und so wie es aussieht,
Können wir hier uns die Shadow-Datei gleich ausgeben lassen? Und dazu müssen wir uns die Datei erstmal runterladen, irgendwie. Das Ganze machen wir, indem wir den Rechner hier wieder zum Lauschen schicken. Aber alles, was wir jetzt hier auf dem Port bekommen, wollen wir in eine eigene Cat-Shadow schreiben. So, schicken wir das hier zum Lauschen. Und dann können wir uns hier die Datei rüberschicken. Natürlich wollen wir sh dann nicht mehr ausführen. Anstattdessen wollen wir uns home circuit shadow rüberschicken. Und wenn wir das richtig geschrieben haben, dann sollte es hier auch einen Moment dauern. Und sobald die Datei rübergeschickt wurde, sollte sich die Verbindung dann wieder schließen. Ja, genau. Um zu bestätigen, dass wir die haben, können wir hier nochmal auf LS gehen. Und dann sehen wir hier, Cat Shadow wurde rübergeschoben. Okay. Ah, das ist ja hier die neue. Das ist die vom vorherigen Versuch. So, die vom vorherigen Versuch habe ich auch schon untersucht. Und zwar habe ich die hier in Kydra geöffnet und mir hier gleich mal die Main-Funktion von dem Programm mal angeschaut. Ist eigentlich relativ simpel. Ist, ja, wie man vielleicht vermutet hat, ist es hier eine kleine Buffer-Overflow-Aufgabe. Ja. Im Prinzip das Wichtige ist hier, das Passwort, das müssen wir auf den Wert bekommen. Das wird hier auf den Stack gelegt, indem es mit 0 initialisiert wird. Ein Moment, Entschuldigung. Das wird hier auf den Stack gelegt, hier wird es initialisiert. Aber trotzdem ist es das Letzte auf dem Stack nach dem Buffer, weil dahinter wird nichts mehr auf den Stack gelegt. Und hier schreiben wir in den Buffer rein mit String Copy. Wir sehen hier, der Buffer ist 64 Byte groß. Und das hier sollen wir ins Passwort reinschreiben, das genau nach dem Buffer kommt. Also nachdem wir den Buffer vollgeschrieben haben, können wir dann das Passwort überschreiben. Und zwar sehen wir hier, dass irgendwas mit argv zusammengefügt wird. Und dann in Buffer reingeschrieben wird. Durch Ausprobieren habe ich halt herausgefunden, dass im Prinzip alles, was in argv geschrieben wird, eben in Buffer reingeschrieben wird. In dem Stuff hier, was ich hier markiert habe, ist, so wie ich das verstanden habe, eigentlich gar nichts drin. So. Gut, was man noch anmerken muss, ist, dass wir hier wieder auf einem Little-Endian-PC arbeiten. Das heißt, wir müssen die Bytes wieder in umgekehrter Reihenfolge in den Buffer reinschreiben. Also erst den Buffer befüllen und dann die Bytes in umgekehrter Reihenfolge reinschreiben. Soweit zur Theorie. Dann können wir uns gleich wieder eine Verbindung, eine Shell herstellen, eine Shell-Verbindung herstellen und schicken unseren Angriffs-PC wieder zum Lauschen und stellen dann von hier aus wieder die Verbindung her. So scheint eine Verbindung wieder da zu sein. Testen wir. Ja, haben wir. Und dann können wir gleich in Silkys Home-Verzeichnis. So. Und können dann hier gleich unseren Exploit bauen. Und da müssen wir jetzt vorsichtig sein, weil wir keine Shell mit erweiterter Funktion haben, sondern nur eine einfache Shell, weil ich jetzt zu faul bin, eine zu spawnen. Dass wir uns nicht vertippen, müssen wir aufpassen.
Und zwar nehme ich wieder Python zum Bauen von unserem Exploit. Und zwar Python minus C. Und zwar wollen wir printen. Und da eben, wie standardgemäß, wieder das A. Und zwar 64 Mal, dann müsste unser Buffer komplett voll sein und danach müsste alles, was dahinter geschrieben wird, eben direkt unser Passwort überschreiben. Und zwar wollen wir da eben das hier reinschreiben, die Bytes reinschreiben in umgekehrter Reihenfolge. Also x62. Toll, das müssen wir noch mal kurz neu schreiben. Hoffen, dass wir uns diesmal nicht verschreiben. Und bei der Gelegenheit kann ich hier eigentlich gleich mal das Leerzeichen weglassen, weil das gefällt mir nicht so. Upsala. Das war nicht so schlau. Verbindung noch mal neu herstellen. Und deshalb habe ich ja gesagt, müssen wir aufpassen. Aber sind wieder hier. Und jetzt aufpassen beim Schreiben. Holen wir unsere Bytes wieder her. Mal. Dann wieder unsere Bytes fürs Passwort. Sechs C und am Schluss noch 4,9. Gut. Dann hier alles zumachen. So natürlich nicht. Testen, ob wir noch eine Shell offen haben. Und dann kopieren wir das Ganze einfach nochmal. Schreiben das hier am Ende neu. So, das Ganze pipen wir dann in den Input von unserem Cat Shadow. Und wieder verschrieben. So. Und dann haben wir hier einmal Silky. Aber wenn wir weiter oben sind, gleich das erste haben wir auch Root. Und an dem sind wir am meisten interessiert, deshalb kopieren wir uns den mal raus. Und fügen den gleich mal hier in der Hash-Datei ein. Und ich habe den jetzt hier schon eingefügt gehabt. Aber können wir nochmal überschreiben. So, einfügen, speichern. Und dann können wir das Ganze im Prinzip cracken, um dann später zu Root wechseln zu können. Und bei der Gelegenheit könnten wir eigentlich auch gleich eine vollständige Shell spawnen. Schon verschrieben. Deshalb ist es ja so wichtig, dass wir uns jetzt eine richtige Shell spawnen, weil ich merke gerade, ich schreibe hier nur
Bullshit. Natürlich haben wir es die Verbindung beendet. Wie soll es denn auch anders sein? Bash. So, damit sollte eine vollständige Shell haben. Jawohl. Gut, die lassen wir jetzt erstmal offen. Und dann kannst du noch eine zweite Shell aufmachen, zweites Terminal aufmachen. Und zwar, um unseren Hash zu cracken. Okay, es schreibt zwar alles doppelt, aber es wird nur einmal ausgewertet. Gut, dann können wir mal uns zu Root begeben. Und dann können wir es hier eigentlich gleich mal die zweite Flag ausgeben lassen. Und dann sehen wir hier, dass wir es gelöst haben. Gut.